Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu diesem weiteren Partneranlass des Fachvereins ComImpact. Mein Name ist Cyril Meyer. Ich präsidiere diesen Fachverein seit seiner Gründung vor gut einem Jahr. ComImpact, wie Sie vielleicht und auch hoffentlich wissen, ist der Fachverein, der, wie der Name schon sagt, gezielt und ausschließlich das Wissen um den Nutzen und die Wirkung von Kommunikation, sei es nun Marketing oder Unternehmenskommunikation, branchenweit vermehrt zugänglich machen will. Insbesondere natürlich, wie das auch heute der Fall ist, im Bereich ComTech, also hinsichtlich Daten- und softwarebasierten Ansätzen. Das Ganze erfreulich finden Sie offensichtlich auch, kostenfrei und plattformneutral. Mehr zum Verein finden Sie auf comimpact.ch. Gratis ist es natürlich insofern nicht, als wir Träger haben in diesem Verein, die das Ganze auch mitfinanzieren. Und dazu gehören Partnerorganisationen, Firmen, Dienstleister der Kommunikationsbranche, alles auf der Website da, und flankiert sind wir auch von großen Branchenverbänden. Eine dieser Partnerorganisationen ist WebRepublic, führende Performance-Marketing-Agentur mit Sitz in Zürich. Der Mitgründer sitzt hier schon bereit für diesen Vortrag in einem Thema, das, glaube ich, momentan die Branche bewegt wie weniges. Tobias Zehnder, Third-Party-Cookies, Privacy-Safe Future, ein heißes Thema. Ich übergebe dir das Wort und danke natürlich im Namen sicher aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch eben unseres Vorstands, dir für dieses Engagement. Tobias, bitte. Merci Cyril für die Leitung. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Session. Ich stehe zwischen Ihnen und dem Lunch. Das ist immer einer meiner Lieblingsspots, aber ich hoffe, dass wir das kurzweilig, obwohl es ein sehr, sehr technisches Thema ist teilweise, dass wir uns da durchbewegen. Ein paar Dinge, bevor ich anfange. Die Session wird aufgenommen. Das heißt, es wird einen Link geben mit der Aufnahme. Wir verschicken auch im Nachgang dieses Webinars voraussichtlich morgen Freitag noch ein Handout. Also es gibt noch ein Handout, digitales, mit den wichtigsten Notizen drauf. Und wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese im Q&A. Wir hoffen, dass wir zeitlich und thematisch noch zum Q&A am Schluss kommen, wo wir dann auch ausgewählte Fragen zusammen beantworten können. Gut. Ich freue mich sehr, dass Sie, also es sind recht viele Leute heute mit dabei. Ich freue mich sehr, dass eben das Thema auf Anklang stoßt. Und ich glaube, es ist wirklich eines der wichtigsten Themen aktuell in der Marketingbranche. Es gibt noch das andere Thema vom Metaverse und etwas, das aus unserer Sicht sehr wichtig ist. Lassen Sie sich nicht ablenken von anderen großen Themen, sondern wirklich das Ende der Cookies ist eines der Themen, wo es wirklich darum geht, wie werden wir in Zukunft digitale Werbung betreiben. Und auf diesem Titelbild hier habe ich das eigentlich versucht, ein bisschen zu dramatisieren. Also Sie sehen ein Cookie, das sich in Luft aufgelöst hat. Und in der nächsten guten Dreiviertelstunde werden wir zusammen anschauen, eben was heißt das genau und was kann man eigentlich jetzt tun, ganz, ganz, ganz konkret. Ich werde ganz am Anfang kurz die ganze Situation nochmals kurz zusammenfassen. Das heißt, wenn Sie sich schon mit der Thematik auseinandergesetzt haben, werden die ersten 10 Minuten noch eine kleine Wiederholung sein. Falls Sie neu im Thema sind, glaube ich, ist es sehr wichtig zu verstehen, wo stehen wir heute und wie sind wir eigentlich dahin gekommen. Gut. Wir haben auch alle gemutet. Das heißt, wenn Sie zwischendurch einen Kaffee rauslassen, ist das absolut kein Problem und es stört die anderen 100 Teilnehmer nicht. Genau, wer bin ich? Mein Name ist Tobias Zehnder. Ich bin Mitgründer und Partner von WebRepublic. Ich habe hier in Zürich studiert, an der Universität Zürich. Ich habe Medienwissenschaft studiert und damals noch mit einem Lizenziat abgeschlossen. Ich habe bei Google gearbeitet, hier in Zürich, bei großen Agenturen, bei Publicis und war bei DKSH lange auch im Personalbereich tätig. Ich bin Beirat bei der HWZ, da bin ich auch Cyril dankbar.
Das ganze Thema Weiterbildung, auch Branchenentwicklung ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen untereinander uns austauschen, voneinander lernen und diesen sehr offenen Dialog pflegen. Dialog aber auch wirtschaftlich, das ist mir auch wichtig. Da bin ich im Vorstand, im Beirat vom Strategiedialog 21 und bin auch noch Mitglied des Innovation Councils der Universität Zürich, wo wir die Universitätsleitung beraten. Zudem bin ich beim Branchenverband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz im Vorstand, im LSA, bei der Ad School und bei ComImpact. Also Sie sehen, ich mache nicht nur WebRepublic den ganzen Tag, sondern mir ist es wichtig eben auch, dass wir uns als Branche in der Schweiz zusammen weiterentwickeln, weil es gibt keine Anleitungen in dieser Branche einfach so. Wer ist WebRepublic? WebRepublic haben wir 2009 gegründet. Wir haben Büros hier in Zürich, das ist unser Hauptquartier, und in Lausanne haben wir ein kleines Büro. Wir sind mittlerweile über 200 ExpertInnen im Bereich Strategie, Performance Marketing, Technologie und auch klassische Mediaberatung und Kreation. Also eigentlich alles rund um, wie funktioniert Werbung im 21. Jahrhundert, bieten wir mittlerweile an aus einem unter einem Dach. Und immer getreu der Mission, dass wir eigentlich alles, was da draußen passiert, also die ganze Marketing-Innovation, in Mehrwert für die Kunden übersetzen. Und deshalb ist eben auch das Thema, was passiert hier mit den Cookies, so ganz, ganz wichtig für uns zu verstehen, was heißt das genau und was muss man tun als Werbeauftraggeber oder eben auch auf Agenturseite, um damit umzugehen. Gut, kleine Aktivierungsübung, einfach zum schauen, dass alle noch da sind. Kleine Umfrage, ob Sie sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt haben, also ob Sie schon etwas gemacht haben oder noch nicht, oder ob Sie noch so dazwischen so in dieser Informationsphase sind. Warten noch 5 Sekunden. Dann bin ich sehr gespannt, ob wir da alle bei noch nichts oder bei schon aktiv sind. Okay, die Resultate sind da. Wir haben 20% noch nichts gemacht, 44% in der Mitte, wir informieren uns, und immerhin 36%, ja, wir sind bereits aktiv. Super. Das heißt, die Resultate sehen Sie hier nochmals. Das ist spannend, weil bei einem ähnlichen Tag noch vor, ich glaube letztes Jahr im SWA, da hat es noch mehr Leute eigentlich unten gehabt. Das heißt, umso spannender eben vielleicht dann eben zu schauen, was genau konkret man jetzt tun kann. Okay, los geht's. Genau, was ist eigentlich ein Cookie? Warum sitzen wir hier? Cookies sind ganz, ganz kleine Datensätze. Früher waren es Textfiles, heute sind es eher einfach Datenbanken mit kurzen Datensätzen, die während eines Besuchs der Website generiert werden. Sie werden abgespeichert im Browser. Hier am Beispiel von Galaxus. Man besucht die Seite und dann rechts sehen Sie eigentlich die verschiedenen Cookies, die durch diesen einen Besuch generiert werden. Es gibt dann verschiedene Cookies von Galaxus selbst, und da drin hat es, also steht da nicht zum Beispiel, dass Katja Büchi diesen Champagner angeschaut hat, aber es gibt einfach verschiedene Daten, die wiederum auf andere Daten verweisen. Also es ist kein Klartext da drin, aber es sind halt eben Sprachwahl zum Beispiel, ist man eingeloggt, was hat man im Warenkorb, welche Produkte etc. Diese Cookies kommen entweder von der Website selber, also in diesem Beispiel ist von Galaxus selber, dann sind das First-Party-Cookies, die sind direkt durch die aktive Website gesetzt oder werden auch ausgelesen. Und die Third-Party-Cookies, um die geht es heute, das sind eben jetzt im Beispiel vorher, zum Beispiel wenn Pinterest während dem Besuch von Galaxus noch ein Cookie setzt, dann sind das die sogenannten Drittparteien-Cookies, und die werden von fremden Domains auf der aktiven Webseite gesetzt oder ausgelesen. Und um die geht es. Die sind sozusagen in ihrer Existenz bedroht. Und warum ist das so passiert? Weil die sind eigentlich für die Funktionsweise von Marketing und eben auch, wie wir gemessen haben, wie Performance Marketing funktioniert hat und wie auch die ganze Werbeaussteuerung funktioniert hat, waren die recht zentral. Aber in den letzten paar Jahren, also seit gut 2018, haben sich ein paar Dinge fundamental verändert. Was ist genau passiert? Einerseits hatten wir 2018 den berühmten Cambridge Analytica-Skandal, wo rauskam, dass eben eigentlich über offene Schnittstellen
die Werbefirma Cambridge Analytica Daten von Facebook ausgenutzt hat, um das Targeting zu verbessern. Wie viel davon wirklich gestimmt hat oder nicht, das ist heute ein bisschen umstritten, hat aber dafür gesorgt, dass man dieses Datenschutzthema auf einmal halt wichtiger war und ein Aufschrei auch durch die Branche und durch die Öffentlichkeit ging. Das war 2018 und auch 2018 kam nach ein paar Jahren Vorarbeit das Datenschutzgesetz der EU in Kraft. Das war am Mai 2018, wo es eigentlich darum ging, diese berühmten Cookie-Banners, mit denen wir uns seither beschäftigen, einzuführen und eben das Thema Datensparsamkeit auch einzuführen, zu schauen, wie viel Daten muss eigentlich jemand auslesen und es braucht Consent, um das zu machen. Auch da gibt es wiederum eine Diskussion, wie weit ist das wirklich gegangen, wie viel hat es gebracht. Im Thema drin sicher richtig. Ich glaube, also ich befürworte das sehr und ich finde es auch wichtig, dass eigentlich auch die Branche sich stärker reguliert. Aber das ist einfach eine der regulatorischen Rahmenbedingungen, die seither gelten. Das gab dann in der Schweiz gibt es eine verschärfte Datenschutzbestimmung, die kommt auch dieses Jahr noch in Kraft. Es gibt in Kalifornien das berühmte Datenschutzgesetz, das auch noch strenger war. Und hier gab es wirklich eigentlich einen großen regulatorischen Vorstoß für die Branche. Was ist dann passiert? Das heißt, nicht nur regulatorisch kamen diese Cookies unter Druck, sondern auch eigentlich zwischen den großen Akteuren in der digitalen Ökonomie. Vor allem hat Apple angefangen, das Thema Datenschutz auch als ein USP zu verwenden, gerade eben auch als Gegensatz zu halt Facebook und Google, die halt sich dann mit Werbeerlösen finanzieren. Apple sich halt finanziert hauptsächlich über den Verkauf von Geräten und natürlich über den App Store. Und 2019 kam dann die Version 2.1 von ITP, Intelligent Tracking Prevention, wunderbarer Name, steht eigentlich für eine Funktion, die die Laufzeit von Cookies auf 30 Tage reduziert und vor allem auch bei First-Party-Cookies die Verwendung nach einem Tag bereits einschränkt. Das heißt de facto, dass auch First-Party-Cookies teilweise eben für das Verstehen von längeren Conversion-Zyklen nicht mehr wirklich nutzbar wären auf Apple-Geräten. Das war IPT und Google hat dann auch nachgezogen und eigentlich gesagt, okay, wir schaffen die Cookies ganz ab. Das haben sie anfangs 20 schon mal auf einer sehr früheren Timeline in die Branche reingebracht und gesagt, okay, wir werden das nicht mehr unterstützen. Die Timeline wurde dann verschoben. Aktuell gehen wir davon aus, oder ist kommuniziert, dass das auf 2023 kommen wird. Aber es spielt auch keine große Rolle, ob das jetzt letztes Jahr war oder dieses Jahr, weil das Wichtige ist, es kommt. Wir haben jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, uns vorzubereiten. Und auch wichtig, andere Browser haben das eigentlich bereits umgesetzt. Also Microsoft Edge, Firefox, Safari haben das auch. Und das ist eigentlich der letzte Todesstoß eigentlich für diese Anwendungsform von Third-Party-Cookies. Gut, und das war bei vielen dann eigentlich auch der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann kam noch nochmals Apple mit noch einer Neuerung. Das war im letzten Jahr, im Mai 2021, hat Apple das App Tracking Transparency Framework aktiviert. Konkret hat man da eigentlich gewechselt von einem Opt-out, also ich will mich nicht tracken lassen, zu einem Opt-in. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel auch in der Art und Weise, wie User mit ihren Daten umgehen. Und eben das heißt, das sehen wir heute auch zum Beispiel beim Aktienkurs von Facebook ein bisschen widerspiegelt, dass das Nutzer natürlich nicht mehr einfach sofort sagen, ich gebe die Daten her, vor allem wenn es so formuliert ist, wie es halt bei dieser Neuerung beim Apple ATT da. So, ask not to track. Und das ist natürlich eine stärkere Call to Action. Gut, das ist ganz kurz gesagt, eigentlich, wo wir heute stehen. Also wir hatten diese Digitalisierungsphase, diese Euphorie nach den 2010er Jahren. Sehr, sehr starke Rolle der Technologie. Sie hat auch die Wirtschaft geprägt mit dem Handy, Smartphone. Sehr viel auf, alles möglich, wir können alles messen. Und erst langsam kam so diese gesellschaftliche Diskussion in Gang und dann forciert durch diese Skandale, dass man sich auch kritischer mit der Frage des Datenschutzes auseinandergesetzt hat.
Wichtig. Es ist immer auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Zum Beispiel gibt es auch wieder Statistiken, die sagen, dass eigentlich 32% der deutschen Verbraucher durchaus bereit sind, komplett ihre Daten freizugeben, wenn sie dafür einen Discount bekommen, einen Rabatt in einem Shop zum Beispiel. Das heißt, es ist nicht immer nur absolut. Es ist nicht dieses Schwarz-Weiß, konkret 100% Datenschutz oder eben freie Daten. Sondern es geht um diese Diskussion. Also was sind eigentlich auch Chancen und Limiten der Technologie? Also wie setzen wir auch Technologie ein im Marketing? Aber eben auch Fragen, wie gehen wir mit dem Thema des Vertrauens um, der Messbarkeit oder eben auch der gesellschaftlichen Verantwortung? Und was müssen wir überhaupt erfassen, um besser zu werden? Und diese Dinge vertiefen wir jetzt in den nächsten Minuten noch ein bisschen mehr. Und mir ist es ganz wichtig eben, dass man nicht einfach nur also Datenschutz da und dann die ausbeuterische Datenkrake auf der anderen Seite sieht. Aber es heißt, dieses Zusammenspiel, Messbarkeit auf der einen Seite, und das wissen wir auch wiederum aus anderen Studien, Konsumenten schätzen es auch, wenn die Werbung relevanter ist, aber eben halt auch Datenschutz, wenn es dann halt zu relevant wird, dass man sich fragt, warum ist das jetzt genauso und was wissen die Unternehmen eigentlich über mich genau? Und dieses Gefühl hat jetzt eigentlich die letzten 2, 3 Jahre sehr, sehr stark geprägt. Jetzt fragt man sich, was sind konkret die Auswirkungen? Weil das beginnen wir jetzt zu spüren, haben es schon in den letzten 2 Jahren natürlich deutlich gespürt. Ich nehme hier einfach eine Auswahl von Auswirkungen auf die Liste. Immer so ein bisschen mit dem Fokus Werbemarkt. Es gibt natürlich noch andere Auswirkungen, aber das sind eine Auswahlsendung von Auswirkungen, die wir heute schon spüren. Nummer 1, Retargeting, also das berühmte, ich gehe auf Zalando, schaue mir ein paar Schuhe an und dann sehe ich das immer wieder. Ich gehe auf Booking.com und sehe das immer wieder. Diese Retargeting-Listen werden kleiner, weil da ist die Funktionsweise genau das. Ich habe einen Cookie von dem Shop und dieser Cookie wird dann ausgelesen auf einer anderen Website, um das Werbemittel zusammenzubauen, direkt auf der anderen Seite. Die Listen werden kleiner, eben weil diese Funktionsweise nicht mehr funktionieren wird. Und auch das auf Third-Party-Inventar wird man nicht mehr erreichbar sein. Also eben genau diese Funktionsweise, dass ich dann auf einem Blog auf einmal Werbung sehe von Zalando, basierend auf meinen Interessen, das wird so nicht mehr funktionieren. Eben weil genau dieser Link von Third-Party-Inventar zurück auf die andere Website, dass dieser Use-Case wird eigentlich ausgeschlossen. Und das bedeutet für viele, auch gerade große Werbenetzwerke, ein Einbuß an Reichweite, ein Einbuß an Performance und Verkaufsoptionen. Es gibt logischerweise zu all den Themen eben auch Akteure, die versuchen, neue Lösungen zu etablieren. Wichtig ist aber eben, dass eigentlich die großen Player in der Branche auch sagen, sie wollen eigentlich gar keine Nachfolgerlösung. Also Google will nicht das neue Cookie erfinden oder eben auch Themen wie Fingerprinting, wo man dann versucht, das Gerät genau zu identifizieren. Die sind eigentlich noch viel schlimmer datenschutztechnisch und deshalb sind das nicht Technologien, auf die die großen Akteure eigentlich setzen, sondern man sagt wirklich, gewisse Themen funktionieren nicht mehr, gewisse Funktionsweisen sind nicht mehr aktiv unterstützt. Und es geht jetzt darum, andere Möglichkeiten anzuwenden oder eben zu verstehen, wie machen wir neue Werbung in dieser Welt. Genau, anderes Thema, das auch sehr, sehr stark betroffen ist von diesem Ende der Third-Party-Cookies ist Interest-Targeting auf Third-Party-Inventar. Und das heißt, dass jemand, zum Beispiel Google oder eben andere Werbenetzwerke, die nutzen die Daten, die sie haben, innerhalb ihrer eigenen Walled Gardens, um Interessensgruppen zu bauen. Also wenn ich ganz oft nach einem Elektroauto gegoogelt habe und auf Elektroauto-Websites war, dann lande ich irgendwann in dieser Zielgruppe Kaufinteressent für ein Elektroauto. Und diese Zielgruppe könnte man eigentlich wieder nutzen, wiederum um Werbung zu zeigen, auch auf anderen Websites. Das geht nicht mehr. Also man kann nicht mehr eben diese anderen Cookies nutzen, um Leute eine Zielgruppe zuzuweisen, dann wieder Raum drauf zu beziehen. Das geht nicht ohne Third-Party-Cookies. Es gibt aber, oder man arbeitet an Alternativen, die sind aber noch nicht ausgereift. Auch Google hat dieses Sandbox-Modell. Jetzt arbeiten sie mit Topics, wo eigentlich Leute dann eben alternativ und anonym in gewisse Zielgruppen eingeordnet werden. Aber das sind alles erst, das ist wie ein offenes Labor aktuell, oder dass die großen Akteure permanent auch kommunizieren, sagen, an dem arbeiten wir.
Aber die klassische Interest-Targeting auf Third-Party-Inventar, das geht heute so nicht mehr. Es gibt aber Themen, die sind weniger davon betroffen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen, warum Google eigentlich so stark gar nicht so viel dagegen hat, dass diese Cookies eigentlich weg sind. Weil innerhalb dieser Walled Gardens, also innerhalb der Walled Gardens von Facebook, von TikTok, von Instagram, von Google, kann man weiterhin Werbung machen. Das heißt, es ist weiterhin möglich, logischerweise diese Zielgruppen, die es gibt, innerhalb der Ökosysteme zu nutzen. Und da ist schon sehr, sehr viel möglich. Also ich kann heute die gleichen Zielgruppen von Google nutzen, um bei YouTube Werbung zu machen, logischerweise, oder auch in anderen Umfeldern. Und was genauso wenig betroffen ist, ist einfach klassisch nicht user-based Targeting. Eben, dass man einfach sagt, ich will auf gewissen Inhaltsseiten präsent sein. Ich wähle aus, zu welcher Zeit ich präsent bin. Ich wähle aus, in welchem Land, mit welchen Sprachen. Also all diese eher demografieorientierten Themen oder eben nicht userbasiertes Targeting, das ist weiterhin absolut möglich. Ist halt auch ein bisschen Werbung im Internet vor 2010. Aber auch da sind durchaus mit smarten Einstellungen Möglichkeiten da. Auch noch etwas, das möchte ich noch ergänzen, das Thema Frequency Capping, also die Limitierung von Werbeeinblendungen auf individuelle User, das ist so auch nicht mehr möglich. Das ist eigentlich, finde ich, immer eine sehr schöne Funktion. Man weiß genau, okay, 2, 3 Werbekontakte sind gut pro Person und man nervt die Leute auch nicht mit einer Überberieselung von Video-Ads etc. Aber dieses Frequency Capping funktioniert logischerweise auch nicht mehr, weil es auch wiederum darauf basiert, dass zentral ein Cookie gespeichert wird und von daher dann jeweils die Werbung eigentlich ausgespielt wird. Okay, also eben Device-Targeting, Kontextsignale, Zeit, Ort etc. weiterhin möglich, ist nicht userbasiert. Es ist ganz wichtig zu verstehen, was ist wirklich Datenschutz betroffen und was nicht. Das ist jetzt mal beim Targeting. Es gibt natürlich dann noch die andere Seite, nämlich die ganze Webanalyse, die Messung. Und da gibt es vor allem zwei Bereiche, die stark betroffen sind. Einerseits das Conversion Tracking. Und Conversion Tracking, jetzt wird es natürlich heikel, weil das ist so ein bisschen der heilige Gral des digitalen Marketings oder das Versprechen der Branche, mit dem die Branche auch groß geworden ist. Ich weiß genau, wie was passiert. Ich gehe nachher ein bisschen noch mehr darauf ein, warum das eigentlich auch gar nicht wirklich so 100% gestimmt hat. Aber Conversion Tracking wird sehr, sehr stark abhängig sein vom Einsatz von sogenannten Consent Management Platforms. Und was bedeutet das? Wenn ich wirklich verstehen will, wie Leute interagiert haben mit den verschiedenen Werbekampagnen, wo sie darauf geklickt haben und wer am Schluss was gekauft hat und ich ja diese Daten nutzen will, um dann im Nachhinein die Kampagne wieder anzupassen, zu optimieren, basierend auf diesen Daten, dann brauche ich wirklich halt Third-Party-Cookies, um das zu verstehen. Es gibt die Möglichkeit von Consent-Management-Plattformen, das kennen Sie alle, wenn Sie auf einer Website sind und man kann dann anklicken, ja, ich will Cookies, ja, ich will nur technisch notwendige Cookies, ich will auch Mess-Cookies, ich will auch Cookies von Drittparteien. Diese Plattformen, die eigentlich innerhalb der Websites eben managen, wie ist der Zustimmungsgrad der einzelnen Personen? Dort drin wird eben auch eingestellt, ob dann die Leute diese Cookies weiterhin nutzen dürfen. Und von da aus wird man das eigentlich dann auch modellieren. Und jetzt das Wort modellieren, auf das können Sie sich noch sehr, sehr freuen in den kommenden Jahren, weil eine der Hauptlösungen innerhalb der Branche wird sein, dass man einfach viel, viel stärker interpoliert, dass man auch die Daten nutzt, dass man versucht zu verstehen, okay, wenn 15% auf der Website so konvertiert haben, dann berechnen wir von daher eigentlich mit Modellen und über sozusagen neue Systeme, die dann lernen anhand dieser Daten, wie dann der ganze Rest funktioniert hat. Und das heißt, eine gewisse Ungenauigkeit wird sich einschleichen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß und dass man, weil in den Daten ist das nicht immer hundertprozentig ersichtlich. Schon heute bei Google Analytics hat es jeweils einen kleinen Hinweis, auf welcher Samplegröße eigentlich die Daten beruhen. Und wenn man das nicht weiß, hat man immer das Gefühl, man arbeitet mit 100% echten Daten. Und am Schluss ist es wichtig zu verstehen, eben wie
kommen diese Daten zustande und was heißt es genau und was bedeutet das? Und je größer natürlich die Datenmenge ist, umso einfacher die Modellierung, umso genauer wird es sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich unterwegs ist, wo man eher mit kleinen Fallgrößen operiert, da wird es ein bisschen schwieriger und da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Das Gleiche gilt mit View-Through-Metriken. Also wenn ich gewusst habe, dass Leute, die einen Banner gesehen haben oder ein Video gesehen haben, nie draufgeklickt, dass die später auf meiner Website konvertieren, das ist im Open Web nicht mehr messbar. Das ist einfach ein Hard Cut auf der Seite. Das heißt, diese Funktion, dass ich vorhin noch ein bisschen attribuieren konnte, wer hat das jetzt gesehen? Auch da wiederum, bei großen Kampagnen war das immer auch ein bisschen Hokuspokus, aber bei wirklich zielgerichteten Kampagnen waren diese Daten notwendig und wichtig, um die Kampagne besser zu optimieren. Und diese Daten kann man halt eben ohne Third-Party-Cookies nicht mehr nutzen. Auch hier gilt, an Privacy-Safe-Alternativen wird gearbeitet, aber sie sind noch recht weit von einem Einsatz oder von einem wirklich verlässlichen neuen Use-Case entfernt. Und ich sage das jeweils auch, weil es gibt einen riesen Markt aktuell logischerweise für Tool-Anbieter, die sich bei allen melden, hey, wir haben die Cookies wiederhergestellt, wir wissen, wir haben ein Angebot. Da wirklich immer nachfragen, wie genau soll das funktionieren, was ist die Lösung, wie funktioniert das, was sind die Modelle dahinter, damit man nicht einfach eine Lösung kauft in der Hoffnung, dass man jetzt weiterhin etwas sieht, was gar nicht wirklich möglich ist. Das ist auch sehr viel, wie wir das nennen, in der Branche Snake Oil mit dabei. Und da würde ich ein sehr, sehr kritisches Auge drauf werfen in den nächsten Monaten. Good News, eher nicht so betroffen von der ganzen Thematik, ist eigentlich die klassische Webanalyse auf den Seiten, also Google Analytics etc. All diese Themen, die sind wenig betroffen, beziehungsweise sie sind schon auch betroffen, aber jetzt nicht vom Ende der Third-Party-Cookies, sondern generell eigentlich davon, dass die Leute weniger Cookies einsetzen. Aber da, es gilt das Gleiche, die Datenmenge ist größer, es wird modelliert, aber jetzt rein von der Werbeperspektive ist das nicht der größte Impact. Genau. Was eben jetzt schon eingeschränkt ist, ist diese Erkennung von wiederkehrenden Website-Besuchern in Safari. Also man wird dann zum Beispiel mehr sehen, dass Leute halt erst einmal auf der Website waren und dann geklickt haben. Aber das ist eben wegen dem Intelligent Tracking Prevention. Und das hat nichts mit dem Ende der Third-Party-Cookies zu tun. Genau, und auch wenig betroffen sind logischerweise die On-Platform-Metriken. Was meinen wir unter On-Platform-Metriken? Wir meinen damit die ganzen Daten, die eben innerhalb von diesen Walled Garden vorhanden sind. Das heißt, wenn Sie eine Kampagne innerhalb von Facebook schalten, innerhalb von Google, dann sind die Daten halt logischerweise alle basierend auf First-Party-Daten. Es gelten die Einschränkungen wiederum bei Safari. Aber innerhalb dieser, die fundamentalen Metriken oder Performance-Daten innerhalb von den großen Ad-Networks, Klickrate, Impressions etc., die sind unberührt, solange sie nicht auf Conversions basieren. Also auch da wieder, Conversions wird schwieriger, aber rein die sozusagen Interaktionsraten innerhalb von Kampagnen, innerhalb von Ad-Networks sind nicht tangiert. Aber Sie sehen jetzt schon, eines der wichtigsten Themen, das wir haben, ist Wissen aufbauen, um zu hinterfragen. Wie funktioniert das? Was ist noch möglich? Welche Daten gelten nicht mehr? Und das heißt auch, es geben sich Implikationen dann für auch zum Beispiel, wie werden Teams gesteuert? Wie incentiviere ich Teams? Was sind meine neuen KPIs innerhalb der Kampagnen? Gut, jetzt haben wir das angeschaut, eigentlich was alles nicht mehr funktioniert. Und für mich ist das, obwohl ich natürlich eben aus dieser Performance-Ecke komme und es ein wichtiges Thema immer ist, wie funktioniert Werbung, wie können wir es messen, wie können wir auch Ineffizienzen aufdecken, ist es wichtig zu betonen, das ist alles gar nicht so 100% tragisch, weil es ist jetzt schon nicht alles messbar. Und aus meiner Sicht hilft die aktuelle Situation, diesen Blick zu schärfen drauf, dass eben teilweise auch ein paar unbequeme Wahrheiten recht geflissentlich ausgeblendet wurden in der Vergangenheit. Ich möchte das an einem Beispiel kurz erklären. Und zwar gehen wir davon aus, ich denke schon jetzt wieder an die Ferien, was mache ich im Sommer?
Natürlich kenne ich die verschiedenen Buchungsplattformen, die es gibt. Dann sehe ich irgendwo vielleicht eine TV-Kampagne oder ich sehe die Branding-Kampagne von Airbnb, sehe ein Plakat, ich habe irgendeinen Impuls, denke wieder, ah ja, stimmt, Airbnb, ich wollte mal noch ein cooles Haus mir aussuchen. Dann recherchiere ich auf der Plattform, ich finde dieses schöne Farmhouse in der Region Chianti in Italien, in der Toskana, und dann denke ich, das wäre doch was. Und dann schicke ich den Link, die URL, über WhatsApp zum Beispiel meinem Bruder, weil ich sage, wir wollten nochmal zusammen mit den beiden Familien dahin gehen, schau mal, da hätten wir Platz, das wäre doch was Cooles. Und dann gibt es eigentlich den Bruch. Also ab dem Moment, wo ich nicht über die Sharing-Funktion von Airbnb, sondern wo ich einfach sage, look, das ist die URL, ich schicke sie dir, oder auch per Mail, gibt es einen Bruch. Und es ist nicht mehr nachvollziehbar, also wenn dann mein Bruder die Seite auch anschaut und wir diskutieren dann noch wochenlang wahrscheinlich, ob das jetzt wirklich die richtige Location ist für uns, dann bucht er, wird es nicht nachvollziehbar sein. Es gibt kein Tool, das aussagen kann, wo eigentlich der ursprüngliche Impuls herkam, auf welche Kampagne ich geklickt habe, welche Performance-Kanäle dahinter stehen, bis dann diese Conversion ausgelöst wurde. Im schlimmsten Fall gibt es noch eine falsche Zuweisung, aber grundsätzlich ist das nicht alles messbar. Und das war schon immer so und das wird auch so bleiben. Jetzt ist einfach noch ein bisschen mehr, nicht mehr messbar. Und es gibt viel mehr von diesen Use Cases, als man denkt. Also die meisten zum Beispiel YouTube-Weiterleitungen passieren nicht einfach nur über offizielle Share-Knöpfe, sondern entweder direkt face-to-face oder man schickt eben die Videos via andere Kanäle über Chat etc. weiter, was keinen Rückschluss bietet. Ich kenne alle diese UTM-Tags, die versuchen natürlich, diese Verknüpfung aufzubauen, aber sie werden nicht immer mitgeliefert. Das ist wichtig, dass wir verstehen, wohin das geht. Und aus meiner Sicht ist eben die aktuelle Situation hilft, das zu schärfen. Weil bis gestern war, wir haben die suggerierte absolute Messbarkeit. Also die Plattformen und auch wir selbst in der Branche haben immer ein bisschen so getan, als ob ich alles 100% messen kann. Die Daten sehen auch so aus, oder bis auf 10 Kommastellen genau, wie viel Conversion Rate. Es steht nirgends irgendwo in den Tools groß drin. Achtung, kann auch nicht so sein. Also wir tun immer so, als ob die Daten 100% echt sind. Und meine Idee ist, dass wir eigentlich die aktuelle Situation nicht nutzen als es ist jetzt vorbei und wir wissen jetzt gar nichts mehr, sondern wir haben nach wie vor Daten, wir haben nach wie vor Signale, wie die Kampagnen funktionieren, wir haben nach wie vor Interaktionssignale, Conversion-Signale, und wir müssen einfach weggehen von der absoluten Messbarkeit hin zum Verständnis, dass wir eine datenbasierte Optimierbarkeit haben, dass wir die Daten nutzen, um eben Kampagnen besser zu machen. Das funktioniert nach wie vor. Also nach wie vor ist der digitale Werbekanal der Kanal, der am meisten Signale hat über die Nutzung und Interaktion mit der Werbung. Viel mehr als andere Kanäle. Und das kann man nach wie vor auch in einem sozusagen stabilen Umfeld und einem datenschutzkonformen Umfeld verwenden. Und ich glaube, es hilft auch, dass Unternehmen darüber nachdenken müssen, welche Daten will man wirklich auch erfassen und was macht man nachher damit? Weil die meisten haben ja schon vorher nicht alles wirklich genutzt, sondern hat einfach mal gemessen und dann hat man am Schluss geschaut, was hat gut funktioniert. Und man hat, ich nenne das Traffic KPI Hunting betrieben, also wenn die Kampagne fertig war, hat man so mal geschaut, okay, das sieht gut aus, und dann hat man das eigentlich von rückwärts her aufgebaut. Und mein Wunsch an die Branche, an uns alle, ist eigentlich, dass man viel, viel genauer hinschaut am Anfang und sagt, diese zwei KPIs, auf die wollen wir optimieren. Und dann die Daten nutzt, um wirklich die Kampagne offiziell und richtig zu optimieren. Also genauer hinzuschauen, weniger zu messen, aber dafür richtig die richtigen Dinge zu messen. Das wäre mein großer Wunsch an die Branche, also diese absolute Messbarkeit hinter uns zu lassen und eher über datenbasierte Optimierbarkeit zu sprechen. Das geht zum Schluss, eben das Ende der Cookies ist aus meiner Sicht auch eine Chance. Weg von dieser Messfaulheit, also dass man einfach misst, was gerade rum ist, was da liegt, was die Tools anbieten, dass man weggeht von dieser einfach, ich nenne das wirklich Messfaulheit, und sich wieder Mühe gibt zu verstehen, was wollen wir bewerben, was ist auch die Rolle von der Kreation, also wie gestalten wir unsere Botschaft, wie machen wir es qualitativ hochwertig. Also weniger Technokratie, einfach weniger Einsatz von Tools, strategischer denken, besser werben.
Ich glaube, heute stehen wir vor dieser Tür und haben diese Chance eben auch gerade durch diesen Wandel aktuell besser zu werden, auch als Branche. Was heißt das jetzt konkret? Also es kommt nicht noch ein Kurs in Richtung, wie setze ich KPIs, sondern jetzt kommen noch ganz, ganz konkrete Anwendungsfälle, wie man eigentlich, was man jetzt tun kann und was auf der Agenda für 2022 stehen sollte. Weil, Überraschung, die Zeit zu handeln ist jetzt, nicht übermorgen, nicht 2023 und auch nicht den, diese heiße Kartoffel im Unternehmen hin und her zu schmeißen. Ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, ah, IT macht das und IT sagt, nein, Marketing macht das, sondern es geht darum zu verstehen, mit welchen Leuten setzen wir das wann um und eben die Zeit ist jetzt. Ich gehe jetzt ganz kurz taktische, technische und strategische Lösungen durch, die man eins zu eins eigentlich ab jetzt umsetzen kann. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, können wir die gerne dann im Anschluss da auch noch gerne vertiefen. Wenn es zu technisch wird in den Fragen, müssen wir schauen, wie weit das wir kommen. Aber ich hoffe, dass das einigermaßen klappt. Gut, taktische Lösungen. Das können Sie eigentlich heute Nachmittag schon machen. Also wenn's, das Wetter ist leider sehr schön. Aber nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und überlegen Sie innerhalb der Kampagne, wenn Sie es nicht schon umgesetzt haben, solche Themen direkt anzugehen. Einerseits logischerweise kurzfristig Ansätze, also klassische Umfeldbuchen, also weg von eben den Möglichkeiten, die nicht mehr funktionieren, die wir schon angesprochen haben, nicht versuchen, da noch so lange ranzuhalten, wie es eben noch geht, sondern so schauen, was sind andere Möglichkeiten, wie kann ich das nutzen, was sind auch privacy-safe Targetings von Publishern, und da haben wir zum Beispiel extrem gute Erfahrungen gemacht, auch mit Schweizer Werbenetzwerken. Goldbach zum Beispiel hat sehr viele Datensätze, die absolut datenschutzkonform erarbeitet wurden. Die kann man nutzen für Werbung innerhalb des Goldbach-Netzwerks. Und mit diesen Daten haben wir eigentlich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es lohnt sich und es ist eben auch wiederum eine Möglichkeit, auf anderen Werbenetzwerken wie halt den klassischen Googles und Facebooks sehr zielgerichtet zu werben. Also diese Privacy-Safe-Targetings, die sind brauchen ein bisschen Zeit meistens, aber all die Netzwerke, die da sind, die helfen auch dabei, dieses Gespräch mit den Publishern zu suchen, diese Zielgruppen sorgfältig auszuwählen, das hilft. Und eben auch das Thema, auf was messe ich eigentlich genau? Also messe ich auf Bounce Rates, messe ich auf Readings innerhalb der Webseite, was ist mein KPI? Messe ich einen KPI, der nicht mehr geht? Oder setze ich eben KPIs ein, die funktionieren? Und das wäre eigentlich die wichtigste Handlungsaufforderung auf der taktischen Ebene, wirklich mal zu schauen, innerhalb der eigenen Dashboards, innerhalb der eigenen Kampagnenbriefings, ob die eingebrieften KPIs überhaupt noch Sinn machen, ob die überhaupt noch zuverlässig sind, wie stark die modelliert werden und was ich überhaupt brauche, um Erfolg zu messen. Und es wird immer mehr so sein, eben, dass nicht mehr ich einfach nehmen kann als Datensatz, was gerade geliefert wird von den Publishern, sondern dass ich muss überlegen, was passiert hinten raus und was will ich am Schluss, dass auf meiner Website oder im CRM am Schluss passiert. Und das wird viel, viel stärker auch eben auf Integrationen von Daten aus verschiedenen Systemen hinauslaufen, dass man erfolgreiche Werbung wirklich messen kann. Es wird leider ein bisschen anstrengender, also die Zeiten von Maschine anwerfen und Werbegeld rein und dann kommt hinten Performance raus, die sind vorbei, aber es lohnt sich, diesen Schritt zu machen. Das wäre mal auf der taktischen Ebene. Und auch da wiederum, ich habe meistens einen Fokus aufs Media-Buying-Umfeld. Also ich gehe jetzt nicht auf alle möglichen Umfelder ein, aber aus dem reinen Media-Buying-Umfeld sind diese Lösungen natürlich relevant. Technische Lösungen. Da allen voran ganz einfache Empfehlung, alle Möglichkeiten, die Ad-Networks nutzen, also wiederum, wenn ich von Ad-Networks spreche, dann einerseits von den Schweizer Werbe-Networks, ich spreche von Criteo, ich spreche von Google, ich spreche von Facebook, TikTok etc. Alle Möglichkeiten, die da angeboten werden, nutzen, um eigene First-Party-Audiences aufzubauen.
Das geht in Bereiche rein, Enhanced E-Commerce, Custom Match etc. auch wiederum immer datenschutzkonform mit eigenen Zielgruppen zu arbeiten. Es geht wirklich darum, Daten, die wir haben, auch in anderen Systemen eben datenkonform zu nutzen, um diese Daten innerhalb der Ad-Networks wieder zu replizieren und als eine Audience aufzubauen, die funktioniert. Ich gebe ein Beispiel, auch zum Beispiel, das wir umgesetzt haben in einer Kampagne letztes Jahr. Man macht Werbung innerhalb von einem Ökosystem. Das war eine Kampagne, die wir auf YouTube zum Beispiel geschaltet haben. Und dann messen wir, welche Leute schauen die Videos zum Beispiel zur Hälfte. Die werden getaggt. Und diese Audience nutzen wir dann für den zweiten Flight der Kampagne, um zielgerichtet die Leute stärker, also nach der Awareness-Phase, stärker an den Sale zu bringen. Also wenn wir eine Performance-Kampagne machen, die auf einer Awareness-Kampagne aufbaut, nutzen wir die Signale aus der ersten Kampagnenwelle, um dann viel zielgerichteter eine eigene Audience zu haben. Und das ist ganz wichtig, dass man den Begriff, das Thema Audience-Aufbau immer mit einplant. Weil je mehr First-Party-Audiences Sie jetzt anfangen aufzubauen, umso zielgerichteter können Sie wiederum diese Audiences nutzen, um Werbung zu schalten. Das ist einfach mal ein ganz wichtiges Thema. Das ist auch unten nochmals hervorgehoben. Das ist das Jahr, wo es darum geht, dass man eben diese First-Party-Audiences aufbaut. Das hilft auch logischerweise, wenn man eine eigene technische Lösung hat, also einen eigenen Ad-Server im Einsatz hat, um das aufzubauen. Zweiter Punkt, vor allem, wenn man Google Analytics im Einsatz hat, den Consent-Mode aktivieren. Das klingt einfach, ist es im Grundsatz auch. Consent-Mode erlaubt es, dass wenn jemand zum Beispiel eben datenschutzkonform unterwegs ist und sagt, ich will keine geteilten Daten haben, dass trotzdem noch die Conversion mitgeliefert wird. Und das kann man so verstehen, dass wie wenn jemand in den Laden kommt, in einen physischen Laden, und entweder sagt er, ja, ich bin die und die Person, ich habe da eine Mitgliedschaft, dann wissen wir die Adressen, Telefonnummer, alles zusammen und können den Kauf auf die Person zurückbauen. Also das wäre sozusagen die Datenschutz nicht so konforme Variante. Und Consent Mode ist, wenn jemand mit Bargeld in den Laden kommt und bezahlt und wieder rausgeht. Wir wissen immer noch, wo die Person hergekommen ist und was sie gekauft hat. Wir wissen aber nicht, welche Haarfarbe hatte sie, welche Kleider hatte sie an und welche anderen persönlichen Daten eigentlich die Person mitgebracht hat. Und Consent Mode erlaubt eben immer noch Conversions zu messen, aber die ganzen anderen persönlichen Daten eigentlich nicht einzusehen. Und das hilft halt eben für die Modellierung der Performance-Daten. Kleine Klammer, was sich auch absolut lohnt dieses Jahr, wenn Sie es nicht schon gemacht haben, so schnell wie möglich auch Google Analytics 4 aktivieren. Google Analytics 4 ist privacy safe, ist von Anfang an designed für diese Zukunft, in der wir uns bereits befinden. Und je früher Sie die neue Google Analytics 4 Property im Einsatz haben, weil die Daten können nicht übernommen werden aus dem alten Google Analytics. Und je früher das drin ist, man kann ja auch parallel laufen lassen, umso mehr Daten haben Sie, um auch wieder in die Vergangenheit zurückzuschauen. Und das werden wir alle auch nicht drum herum kommen. Also wenn Sie Analytics weiterhin im Einsatz haben, lohnt es sich, Google Analytics 4 jetzt bereits zu aktivieren. Und auch langfristig, und das ist noch ein wichtiges Thema, die ganze Thematik rund um Consent Management Platforms. Die sind in der Schweiz gar nicht Pflicht. Also wenn wir all die Websites heute schon sehen, wo man dann all die verschiedenen Cookie, Consent etc. eingeben kann, rein gesetzlich, und das ist jetzt aber, ich muss noch einen Disclaimer machen, das ist kein, wie nennt man das? Kein anwaltschaftlicher Rat. Also ich bin nicht haftbar für die Aussage, aber theoretisch und rein gesetzlich ist in der Schweiz ist es aktuell noch nicht Pflicht, solche Cookie-Prompts zu haben. Aber man kann das ein bisschen antizipieren. Also es wird wohl auch da so sein, dass die kommen. Und aus einer technisch-strategischen Sicht kann es Sinn machen, die bereits einzusetzen, als ein Signal an die Kunden, dass man das Thema Datenschutz ernst nimmt. Also dann eher so als ein Signal für die Reputation, für die eigene Positionierung, dass eigentlich Datenschutz, wie Apple zum Beispiel das nutzt, dass man das als ein Alleinstellungsmerkmal nutzt und das richtig und ernst nimmt. Wichtigste Handlungsempfehlung aber hier auf Basis der technischen Lösungen, First-Party-Audits das aufbauen. Gut,
dritter Punkt, strategische Lösungen. Eine Empfehlung ist, wenn man bis jetzt dazugehört hat und gesagt, bin nicht so sicher, wie wir das eigentlich intern schon handhaben. Ich weiß nicht mal, wer genau das macht bei uns. Empfiehlt es sich, ein Audit zu machen, intern oder extern, um wirklich mal zu schauen, was ist eigentlich der aktuelle Stand von Media und Marketing bei uns im Unternehmen? Haben wir ein Exposure? Sind wir gut aufgestellt? Gibt es Low-Hanging Fruits? Gibt es gröbere Probleme? Sind unsere, keine Ahnung, Bonus-Incentives an die falschen technischen Möglichkeiten geknüpft, etc., etc. Das hilft auch, um über Themen wie werben wir, wie integrieren wir Media und Kreation, wie messen wir Erfolg, nutzen wir die richtige Infrastruktur, nutzen wir die richtigen Plattformen, eben haben wir einen eigenen Ad-Server, welcher Ad-Server ist der richtige für uns, gehören die Daten eigentlich uns oder der Agentur, auch wichtige Thematik, und wie gestalten wir eigentlich Werbung für diese neue Zukunft und eben wie planen wir Werbewellen, um diese Daten eigentlich zu nutzen. Und da hilft es einfach mit dem Audit mal eine Statusanalyse zu machen, um zu verstehen, wo stehen wir und wo gibt es dringende Handlungsfelder für uns intern. Dann damit zusammenhängend logischerweise eine Taskforce und internes Wissen aufbauen. Aus meiner Sicht, dass in der Praxis ist es teilweise eben eine heiße Kartoffel. Es gibt wenig konkretes Wissen. Und gerade in größeren Organisationen tendiert man dann dazu, dass einfach niemand verantwortlich ist und das Thema weggeschoben wird. Das hilft nicht. Deshalb unbedingt eine Taskforce aufbauen. Vielleicht gibt es interne Leute, die sich wirklich interessieren fürs Thema. Und sonst wird jemand freiwillig bestimmt, der den Lead übernehmen darf, um das Wissen aufzubauen, auch mit externer Hilfe, um wirklich zu schauen, wie gehen wir mit dem Thema um. Und auch strategisch das ganze Thema Market Research wieder zu verstehen, wie nutze ich auch Befragungsdaten, externe Daten, um besser zu verstehen, wie eigentlich meine Werbung funktioniert. So, und zusammengefasst heißt das, die wichtigste Handlungsempfehlung hier ist, es braucht eine dedizierte Datenstrategie, um zu verstehen, welche Daten habe ich, welche fehlen mir, welche Integrationen brauche ich noch und wie messe ich Erfolg. Also das fasst man unter diesem Begriff Datenstrategie zusammen. Und eben, es ist nicht mehr einfach und es braucht diesen Durchbruch, um von der Messfaulheit wegzukommen und eben zu verstehen, okay, wie integriere ich mein CRM, wie integriere ich Bounce Rates, wie integriere ich zum Beispiel eben, wenn ich redaktionelle Inhalte messen will, wisst jetzt lange nicht, oder ich brauche Scrolltiefe, vielleicht schreibe ich das zurück ins CRM etc. Das funktioniert alles datenschutzkonform, aber es braucht ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr strategische Denke dahinter. Gut, also das wäre dann auf dem Wunschzettel für 2022, für Weihnachten, eine Datenstrategie, die ab 2023 im Einsatz ist. Damit sind wir schon eigentlich bei der Zusammenfassung der Empfehlungen und wie es eigentlich weitergeht. Also einerseits, es braucht Enablement. Wir müssen Wissen an allen relevanten Stellen aufbauen. Das ist nicht eine optionale Sache. Das Thema wird uns beschäftigen und eben bevor es richtig cool wird mit dem Metaverse, müssen Sie noch die Hausaufgaben machen, um zu verstehen, wie dieses Privacy Future, wie die funktioniert, wie dieser Shift im Bereich Messung, Performance Marketing und komplett digitales Marketing, was das auch ja, bedeutet, intern und extern. Dann Thema Data Ownership eben anschauen, wem gehören die Daten, mit welchen technischen Infrastrukturen arbeite ich genau. Ist das die Agentur? Bin ich das selbst? Gibt es die Daten überhaupt noch? Das zu evaluieren und festzulegen. Und dann Transformation. Und Transformation ist immer, das tut weh und braucht Zeit. Neue KPIs und neue Datennutzungswege festlegen, umsetzen, testen. Es wird nicht immer sofort funktionieren und es wird Umwege gehen, um das richtig einzusetzen. Genau. Ja, das klingt alles super einfach, aber das Wichtigste ist, dass man irgendwo loslegt und sich das Wissen aneignet, um das dann reinzubringen. So, das war meine ganz kurze Zusammenfassung, mein Spaziergang sozusagen durch diese neue Welt ohne Third-Party-Cookies, diese Cookies, die sich auflösen, die weggegessen sind und es darum geht, wie orientiert man sich und wie positioniert man sich neu in dieser Welt. In diesem Sinne bedanke ich mich mal für alle, die es bis jetzt ausgehalten haben.
für die Zeit. Wie gesagt, wir verschicken auch ein Handout mit den wichtigsten Informationen und der Aufnahme der Session und hatten jetzt noch Zeit für Fragen aus dem Chat. Da übergebe ich auch an die Moderation, meine Kollegin Katja, und möchte mich an der Stelle auch noch bedanken für die ganze Arbeit von Cyril innerhalb des Comimpacts für diese Session und auch Katja für die ganze Mitarbeit an der heutigen Session. So, ich sehe schon, die ersten Fragen kommen rein. Ich bin gespannt auf die ersten Fragen. Das waren gar keine Fragen, sondern Bedankungen. Ich glaube, du hast alles so gut erklärt, dass keine Fragen offen sind bis jetzt. Im Q&A ist noch nichts reingekommen. Dann das ist auch gut. Also entweder sind alle jetzt erschlagen oder sind schon am Mittagessen. Eine Frage oben offen, nicht im Q&A. Da gibt es einen Benchmark, wie lange eine Einführung einer DMP? Gibt es einen Benchmark, wie lange dauert wahrscheinlich? Nein, es kommt darauf an, wie immer, es kommt darauf an, welche Ressourcen auch auf der Implementierungsseite vorhanden sind, auf der Kundenseite. Wenn es schnell geht, kann das innerhalb von 1-2 Monaten durch sein. Ich würde mal sagen, bei den meisten so mittleren, größeren Unternehmen geht das schon eher so 6 Monate. Ich kann das auch nochmals anschauen, aber ich würde mal sagen, es ist nicht etwas, eben, das man einfach aktiviert. Rein schon, und aus meiner Erfahrung, also wenn man das Thema neu angeht, die größte Hürde ist gar nicht die technische, sondern die Legal-Seite. Also auf Kundenseite den Leuten, die da auf der Legal-Seite sitzen, das zu erklären, um was es genau geht, das dauert in der Regel sehr, sehr viel länger als die Entscheidung, eben welche DMP ist es etc. Weil technisch sind die meisten sehr, sehr einfach, also sehr, sehr ähnlich. Das ist, wenn man zum Beispiel schon Adobe Experience Cloud nutzt, dann nutzt man mit Vorteil die Werbelösung von Adobe. Wenn man mit der Google-Welt unterwegs ist, nutzt man mit Vorteil die Google-Lösung in dem Bereich. Dazwischen gibt es noch andere unabhängigere Lösungen, aber die eigentlich alle am Schluss das Gleiche anbieten. Das heißt, auch mal aus meiner Erfahrung, auch aus langen Prozessen in dem Bereich, wo wir teilweise 2 Jahre daran gearbeitet haben, ist die größte Hürde ist, wo wird es platziert? Also welches Team hat die Ehre, das zu verwalten, und wie überzeugt man Legal, dass sie überhaupt verstehen, um was es da genau geht. Und meistens findet man dann raus, dass man komplett falsche Annahmen gehabt hat von der Vergangenheit, also dass man gedacht hat, man hat schon einen eigenen Ad-Server zum Beispiel, hatten aber nicht. Dann gibt es natürlich wieder Fragerunden intern und extern. Gut, ich lese gerade kurz die nächste Frage selbst vor, Katja. Wir arbeiten viel mit UTM-Parameter, können diesmal noch gesammelt werden? Das geht schon, ja. Also UTM sind in dem Sinn komplett losgelöst von den Cookies. Die werden eigentlich nicht geblockt. Und wie sieht das aus auf Browser-Ad-Blocker bezogen? Da bin ich jetzt nicht sicher. Also auch da wieder im UTM-Tags werden wunderbar weitergeleitet, auch wenn man Adblock im Einsatz hat. Adblocker unterbinden ja rein nur die Einblendung von Werbung auf anderen Seiten. Also in dem Sinne ist ein UTM-Tag, der auf einem Werbemittel oder auf einem Shareable-Link drauf ist, ist davon nicht betroffen. Eine Frage noch im Q&A. Thomas fragt, was hältst du von Server-Side-Tracking? Ich halte viel davon, meine Kollegen aus der Technik noch viel, viel mehr. Das ist eine der Möglichkeiten, die ich heute ausgeblendet habe. Aber ja, das ist eine der Möglichkeiten, um dort besser eigentlich die verschiedenen Daten eigentlich abzugreifen und datenschutzkonform zu verwenden. Also ja, Server-Side-Tracking ist sinnvoll und eine der Möglichkeiten, die man prüfen kann und einsetzen sollte. Ich muss aber auch vorweg schicken, weil mir ist auch immer Transparenz und Ehrlichkeit wichtig. Ich kann dir heute die Funktionsweise nicht 100% erklären. Das ist eines der Themen, oder? Wir haben alle. Ja, genau. Also
nicht ich, aber die Leute, die zum Glück viel besser sind als ich, die arbeiten auf unserer Seite auch mit dem Google Tag Manager für das Server-Side-Tracking. Ich glaube, das war's. Danke. Ja, also vielleicht noch einfach wirklich das nochmals zu erwähnen. Aus meiner Sicht, Ehrlichkeit und auch zu verstehen, wo sind die Limiten des eigenen Wissens, ist in dem Thema extrem wichtig, weil es ist super, super weird. Wir haben auch bei uns intern haben wir Schulungssessions eigentlich über die ganze Agentur, weil es auch, oder wir haben jetzt 200 Leute, die die Welt bis 2020 gekannt haben. Jetzt kommt eine komplett neue Welt. Das kostet viel Zeit, das kostet viel Aufwand. Es ist ein riesen Education-Thema, eben auch um alle Leute up to speed zu bringen. Aber es müssen auch nicht alle Leute alles genau wissen. Aber es ist wichtig, dass man das versucht, an den richtigen Stellen die richtigen Themen einzubinden, aber dass man auch weiß, was man nicht weiß und sich da konkret dann Hilfe holt oder eben, dass man dann zu adressieren. Tut nie weh, was nicht zu wissen. Also vielen Dank für auch die spannenden Fragen, für die aktive Teilnahme und das Interesse an der Thematik. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen geholfen oder auch motiviert, sich hands-on und mit nach hinten gekrempelten Ärmeln in dieses Abenteuer zu stürzen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance. Ich glaube, es ist auch cool, eben mehr Vertrauen wieder zu signalisieren innerhalb auch für die Branche. Und es wird auch den einen oder anderen Anbieter nicht mehr geben, der vielleicht eher mit so ein bisschen komischen Praktiken damit gearbeitet hat. Das ist okay. Gut, danke für das Interesse und einen guten Tag.